Zuerst war Balthasar-Weiz, immer wieder mache ich meine Studenten darauf aufmerksam. Wir haben hier Leute aus zwei Gruppen, die in diesem Semester rumänien-deutsche Literatur der Zwischenkriegszeit studieren. Und ich mache immer wieder meine Studierenden darauf aufmerksam, dass Herr Balthasar-Weiz aus Mitzkydorf kommt, wegen der Analogie mit einer berühmten Persönlichkeit. Und ich hoffe, dass ihr auch Green Sommer gelesen habt oder noch lesen werdet. Denn unsere letzte Vorlesung bezieht sich eigentlich auf rumänien-deutsche Banane-Literatur heutzutage. Herr Hans Dahmer ist eine vielseitige Persönlichkeit, der in jeder Hinsicht oder eine Tournee, eine Lesetournee mit Vorträgen in der Lage unternimmt und sich auch an den Literaturtagen, an den traditionsreichen Literaturtagen in Reschitz beteiligen wird. Heute stellt er einmal das Buch Love Story in Budapest von Herrn Schopos-Embanat, nicht wahr? Von einem anderen Banader-Autor, Nello Ebinger. Es ist ein Buch, das eigentlich die Liebe zwischen einem Nazi-Offizier und einer Ungarin darstellt. Wir lassen uns mal überraschen. So lassen wir uns überraschen. Es ist ein Buch, das, ich habe aber das Buch nicht, das liest sich wahrscheinlich leicht. Es ist nicht gerade so ein umfangreiches Bild. In Fortsetzung wird er uns dann Gedichte aus seinem letzten Lyrikband Dornenpflaster vorlesen. Und im Anschluss an die Lesung wird dann Balthasar-Weiz den Band, den letzten Lyrikband von Herrn Dahmer präsentieren. Zuerst präsentiert er. Ja. Okay. Also, zuerst wird der Band, das ist untypisch, ja, aber meinetwegen, zuerst werden wir eingeführt in die aktuellsten Gedichte von Herrn Hans Dahmer und dann wird da eine Kostprobe daraus gegeben. Dankeschön. Hans, du hast das Wort. Darf ich die Bücher haben? Ach ja, die Bücher. Beide? Beide, ja. Ja. Beide? Ja, ja. Hochschule besucht hatte. Und Nello ist Lehrstuhlinhaber für Sprachwissenschaft an der Corvinus-Universität in Budapest. Ich kann mich erinnern, dass unsere ungarischen Freunde die Hungaroschwaben immer in Nelu nennen. Das entlockt mir immer natürlich ein Schmunzeln. Ja. Also, der Roman
trägt den Untertitel Der Volksgruppenführer und die Jüdin. Und jetzt möchte ich gleich auf die Hintergründe zu sprechen kommen. Und zwar, das ist ein historischer Tatsachenroman und fußt auf den Akten des Volksgerichtsprozesses gegen Franz Anton Wasch, herausgegeben von Gerhard Seyban, auch eine bekannte Persönlichkeit in der Südostforschung, im Oldenburg Verlag München. Es folgten weitere Dissertationen, Tagungen, sowohl in München als auch Budapest und so weiter und so weiter. Der Hauptheld, Franz Anton Wasch, stammt aus Hatzfeld-Jimboja. Das war vielleicht der Grund, dass Nelu verbunden mit seiner Gymnasialzeit darauf Bezug genommen hat. Die Handlung spinnt ihren Lauf um die Liebesgeschichte des ungarn-deutschen Volksgruppenführers Franz Anton Wasch, ein am 13. Juli 1901 in Zürich geborener und in Hatzfeld, der Banater Heimat seines Vaters, aufgewachsener und von der multiethischen Gesellschaft in der damaligen Donaumonarchie geprägten jungen Franz Anton Wasch und der Budapester Jüdin Klara Spieler. Toni Wasch, zweisprachig im ländlichen Milieu mit der Familiensprache Deutsch und der ungarischen Staatssprache aufgewachsen, und Klara, der mondänen Weltstadt Budapest bzw. einer jüdischen Bürgerfamilie entstammende Tochter, finden trotz gesellschaftlicher und sozialer Turbulenzen in der Zwischenkriegszeit zueinander. Toni gelingt es, sich trotz seiner Funktion der nationalsozialistischen Mitgliedschaft zu entziehen. Vorerst. Dass Franz Anton Wasch vom glühenden Ungarn zum bewussten Ungarn-Deutschen mutierte, ist auch und besonders Jakob Bleier und dessen Kreis der ungarländischen deutschen Volksbildungsgesellschaft zu verdanken. Wasch klagt darüber, ich zitiere, dass das heimische Deutschtum in sehr vielen Gegenden nicht einmal mehr die reine Mundart spricht, sein Gefühl für Kultur völlig versiegt ist. Zitat Ende. In einem 1926 in München gehaltenen Vortrag über das ungarländische Deutschtum unterstreicht Wasch, Zitat, Ruhe und Frieden schätzt er, der ungarländische Schwabe, denn auch intuitiv, höher als Begeisterung, Widerstand und Radikalismus. Ein Schwabe kämpft gegen die Natur, gegen Wetter und gegen Not, aber er verabscheut den verhältniswidrigen Kampf gegen die Autorität der Macht. Zitat Ende. Franz Anton Wasch kam 1927 als Kultursekretär zum UdV und wurde beim Schwabenvolk beliebt, jedoch bei der Regierung weniger. Zitat, machte er sich doch seine realistischen Anschauungen und sein Draufgängertum unbeliebt. Sein Aufstieg war jedoch nicht zu stoppen, obwohl ihm besonders seitens der Nationalsozialisten anhaltendes Misstrauen entgegengebracht wurde. Dazu Klara Spieler am 19. Oktober 1945 als Zeugin im Prozess gegen Wasch. Zitat. Franz Wasch lebte ständig in Angst. Unentwegt betonte er, jeder seiner Schritte werde überwacht. Als Grund dafür gab er an, die Deutschen seien mit ihm nicht zufrieden. Er erklärte den deutschen Anweisungen, nicht einmal zu Vierteln nachzukommen, weil sie seiner Anschauung zuwiderliefen.
Es wurde die Frage gestellt, warum Wasch als Volksgruppenführer nicht zurückgetreten ist, worauf Clara aussagte, dass er, Zitat, aus Anhänglichkeit und Treue zu den Schwaben und zu seinen Mitarbeitern nicht zurücktreten könne. Er hatte auch deshalb Angst vor einem Rücktritt, weil er überzeugt war, dass die Deutschen dem nicht so einfach zustimmen würden und sie folglich daraus für ihn schwere Konsequenzen ergäben. Wasch wollte, meiner Meinung nach, mit der Bewegung kulturellen und völkischen Zielen dienen und entsprechendes verwirklichen. Die Kriegsereignisse brachten ihn von der Verwirklichung seines Zieles ab und trieben ihn zu Extremen. Zitat Ende. Dorin Basch pflegte eine einfache Lebensweise, wohnte weiter in Untermiete in einem Zimmer ohne Hitlerbild, ließ sich nicht von dem ihm zustehenden Wagen von der Wohnung abholen und, Zitat, enthielt sich wohl der Förmlichkeiten des Tragens von Uniform und Hakenkreuz, der Gruß von der Nazi, den Einwirkungen seiner Umgebung, jedoch konnte er sich nicht entziehen. Zitat Ende. Und weil Basch in ständiger Angst lebte, Zitat, schob er die deutschen Wünsche auf die lange Bank, um sie dann nach Möglichkeit nicht zu erfüllen. So nahm er zum Beispiel nicht Stellung zur Judenfrage, obwohl er dazu ziemlich häufig von mehreren Seiten aufgefordert wurde. Zitat Ende. Vor Reisen nach Deutschland verabschiedete er sich von seiner Hausfrau und von Clara stets so, als würde er nie wieder zurückkehren. Denn, Zitat, er wusste, wie die Deutschen mit Leuten verfuhren, von denen herauskam, dass sie keine hundertprozentigen waren und in seinem Falle das Verhältnis mit mir noch erschwerend hinzutritt. Seine Angst verließ ihn auch zu Hause in Ungarn nicht. Er war ständig in Furcht von Gestapo-Spionen, die ihn seiner Unzuverlässigkeit wegen beschatteten, angezeigt zu werden. Zitat Ende. Mehrmals versuchte Toni Basch zurückzutreten, doch erfolglos. Er musste die Rolle weiterspielen, die ihm so gar nicht entsprach. Ungewöhnlich die Haltung von Toni Basch in der Funktion, die er innehatte, gegenüber dem Krieg. Er lehnte den Krieg völlig ab und glaubte an einen deutsch-russischen Sonderfrieden. Der Autor führt den Leser zurück in die ungarische Nationalitätenpolitik und zitiert den aus dem Mögen stammenden Grafen Universitätsprofessor Dr. Pál Teleki, den nachmaligen Ministerpräsidenten Ungarns, in Bezug auf dessen Minderheitenthese. Und zwar meint Teleki, dass die Minderheiten sich dem Mehrheitsvolk unterwerfen müssen und in diesem aufgehen sollten. Also was wir ungefähr als Assimilation bezeichnen könnten. Darüber war der leicht aufbrausende Basch, damals Kultursekretär des ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereins, unter der Leitung von Gustav Graz, ehemaliger Außenminister Ungarns und Universitätsprofessor Prof. Dr. Jakob Bleier, ehemaliger Nationalitätenminister, derart empört, dass er ausrief, Zitat, nun, da haben wir es. Unsere Schwaben haben keine andere Wahl. Entweder werden sie zu Magyaren oder sie werden als Volksgruppe untergehen. Zitat Ende. So gesehen darf es keinesfalls verwunderlich sein, dass Basch sich unter diesen Umständen radikalisierte, indem er sich vehement für die Rechte der deutschen Volksgruppe in Ungarn einsetzte, die zu jenem Zeitpunkt 7% der Gesamtbevölkerung, das heißt einer halben Million, ausmachte.
ja, ich muss da eine Parenthese einschalten, da das Banat, der damals auch zur ungarischen Reichshälfte gehörte, betrifft das ja uns auch oder unsere Vorfahren und unsere Geschichte. Darum ist das so interessant und nicht nur Ungarn betreffend. Nello Bredan-Ebinger verfolgt also in seinem Buch auch minutiös die Entwicklung der Nationalitätenfragen in Ungarn, nimmt Bezug auf die vom Kultusminister Klebelsberg erstellten Schultypen in der Verordnung der Minderheitenschule und so weiter und so fort. Toni wurde verurteilt, weil er die Nationalitätenpolitik der ungarischen Regierung angegriffen hatte, wurde zu 5 Monaten Gefängnis verurteilt und hat diese in 5 Kirchen Bitsch auch tatsächlich angetreten. Doch plötzlich stand er im Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit. Dadurch wurde er für seine zahlreichen Anhänger zum Mythos. Eine Führerpersönlichkeit, in die man Vertrauen hatte. Der Geburtshelfer des Basch-Mythos war ausgerechnet die Gömbösch-Regierung, die ihn und seine Vertrauten vernichten wollten, doch das Gegenteil war der Fall. Faustisch, nicht ungefähr, wenn wir das vergleichen. Graf, die das Gute, die das Böse will und doch das Gute schafft. Ja. Im Gefängnis reichte in Basch der Plan, seine gesamte Tätigkeit auf dem Gebiet der Minderheitenpolitik auszuüben, war er doch zur Überzeugung gelangt, dass es in Anpassung an die historischen Gegebenheiten der ungarischen Nation und den Grundcharakter des staatstragenden madjarischen Volkes nur mit einer Politik der Geduld möglich sein würde. Zum Gedächtnis an Baschs Inhaftierung wurde entweder in Deutschland, Österreich oder Rumänien eine Gedenkmarke herausgegeben, auf der Basch als deutscher Nationalheld und Märtyrer der ungarischen Nationalitätenpolitik dargestellt wurde. Er beteuerte dem Oberstaatsanwalt, der ihn im Gefängnis besuchte, dass er von dieser Marke keine Ahnung hatte oder hätte und wolle gegen anonym Strafanzeige erheben, weil man ihm dadurch ihm selber Schaden zugefügt habe. Im November 1938 wurde schließlich durch die Zusammenführung verschiedener Gruppierungen innerhalb des Volksbund der Deutschen in Ungarn ein Konsens getroffen. Und so kam man zu einer Lösung des Problems der Konkurrenz innerhalb dieser Vereinigung. Basch vertrat hinsichtlich der Einbeziehung ungarländischer Volksdeutschen zur deutschen Wehrmacht den Standpunkt, dass es eine der unseligen Bestrebungen ist, in einem Land Soldaten für die Armee eines anderen Landes zu rekrutieren und dieses als Staatsbürger zu berauben. Und diese ihre Staatsbürgerschaft zu berauben. Auch diese Anmaßung von Toni Basch trug maßgeblich zum Missfallen der Nazis gegenüber dem deutschen Volksgruppenführer in Ungarn bei, der stets mit der Angst lebte, man könnte ihn verhaften lassen. Schon die Tatsache, dass der Volksbund nicht mit dem deutschen Sicherheitsdienst in Verbindung stand, war diesen ein Dorn im Auge und Basch hatte allen Grund zur Beunruhigung. Beim Herannahen der Ostfront wechselte Basch mit seinem Stab im Dezember 1944 von Budapest nach Ödenburg-Sopron und im März 1945 nach Österreich, nach Weyreck am Attersee. Für seine sich auf der Flucht befindenden Landsleuten
und für seinen Staat bat er in einem am 23. April 1945 an die Westmächte gerichtete Memorandum um Schutz und Verständnis. Es ist jedoch anzunehmen, dass dieses Schreiben den Adressaten nie erreicht habe. Nach seiner am 17. Mai 1945 durch die amerikanische Armee erfolgten Verhaftung und dem Gang in verschiedene bayerische und österreichische Internierungslager und Gefängnisse wurde Basch schließlich am 9. Oktober 1945 nach Ungarn überstellt, wo ihm unter anderem der Prozess wegen Hochverrates gemacht wurde. Der Angeklagte verteidigte sich und brachte Argumente, die seine patriotische Einstellung zum ungarischen Vaterland und die daraus erwachsenden Handlungsweisen unter Beweis stellen sollten. Man brachte jedoch ein Opfer und fand es in der Person des Toni Basch, der Samstag am 26. April 1946 um 7 Uhr früh im Hof des Gefängnisses in der Budapester Makrogasse vor einem johlenden Haufen zugelassener Schaulustigen erschossen wurde. Der Verfasser in bester Kenntnis der Prozessakte gestaltete den Stoff packend, der sich wie ein Krimi liest, akribisch genaue Vorgangsschilderungen, argumentativ gut gestaffelte Dialoge, die wiederholt auf die Entwicklung der deutschen Volksgruppe in Ungarn in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Bezug nehmen, unter Miteinbeziehung der gesellschaftspolitischen Ereignisse im Lande.